Moin, herzlich willkommen zurück zu Kirby's Adventure mit Chibi Let's Play und wir sind mitten im Götterspeisetal. Schauen wir uns das doch mal genau an. Vorsicht Schirm. Vorsicht Kanonenkugeln. Natürlich mitten in den Wolken, ne? Ist klar. Ich weiche einfach aus. Oh, da ist eine Tür. Aua. Na gut. Dann soll's halt nicht sein. Ja. Hat sich ja doch gelohnt. Aber wofür brauchen wir denn die Steinfähigkeit? Oh, ich sehe schon. Okay. Bam. Ups. Ich glaube so langsam. Ja, ich glaube weiter sollte ich lieber nicht. Es sei denn, hier ist noch was. Nee, hier ist auf jeden Fall keine Tür. Okay, dann nehmen wir einfach die da. Ne? Ist hier vielleicht nur einer? Nee. Na gut, dann nehme ich mir von diesem Pinguin einfach die Fähigkeit. Eins! Und zack! Jawohl! Yay! Okay, Level geschafft! Auf ins zweite Level! Ne, unter Wasser kann ich auch nicht die Eisfähigkeit nehmen. Na gut. War nicht schlimm. Flummi! Flummi kaputt! Ups. Natürlich, die fallen bei euch nicht einfach so vorbei. Ach, Mann. Na gut. Das Spiel ist zu knuddelig, um sich aufzuregen. Und dann hier runter. Dann durch die Tür. Dann durch die Tür dann. Sicher. Und dann haben wir dich wieder. Na, ich wollte doch an dir vorbei. Ich wollte doch an dir vorbei. Immer dieser Vorführeffekt, ne? Na komm. So, geht doch. Hammer time! Der Hammer ist fast so groß wie ich, aber ja. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Ich hätte gern Energie. So ein bisschen. Oder ist das zu viel verlangt? Wahrscheinlich. Nee! Sehr gut. Yay, 28 Leben mal eben. Okay. Moment, was ist das? Ach, das Museum. Was gibt's denn da? Kanal oder Stein? Nee. Ja, das Gepiepste, das wird uns wahrscheinlich gleich verfolgen. Es sei denn... Versuchen wir es mal. Ah,
Ah, diesmal nicht getroffen. Yay! Yay, wir sind frei! Endlich! Endlich vor der Zeit! Yay! Juhu! Yay! Ja, ja! Winterschaft! Hä? Okay. Endlich habe ich es auch mal geschafft. Dann kann es ja weitergehen. Ah, ich muss immer lachen. Beziehungsweise immer lächeln. Bei dieser schönen Musik. Ich glaube, ich muss hier mal wieder Gas geben. Kann das sein? Okay. Ja. Wow, Stacheln! Über die sollte man nicht fahren, da kriegt man einen Platten. Aber hier, nee. Wow. Ganz vergessen, dass sie sich auflösen können. Wie auch immer. Ja, danke schön. Nein, 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 nein. Wünsch mir Glück. Okay. Hat funktioniert. Dankeschön. Ach, ich dachte, ich rutsche. Okay. Hallo. Da habe ich wieder zu spät reagiert. Mein Fehler. Vorsicht, Spikes. Aua. Erstmal Limo. Nee. Okay. Nee, hier ist nix. Hier ist nix. Na gut. Aber hier ist was. Feuer! Oh je, die werden immer enger. Ah, war ja klar. Risiko! Mein Name ist Kirby, das P steht für Gefahr. Okay. So. Einer noch. So. Alle aufgefuttert. Yay! Was ist doch mal ein Flummi? Doch. Doch. Okay, vielleicht doch nicht. Ja, manchmal spucken die halt auch nach oben, deswegen. Aber diesmal tun sie es nicht. Dann ist ja alles normal. Na, na. Ah, da. Ja, ich höre das Piepsen doch. Da ist eine Tür, da ist eine Tür. Hm, jetzt weiß ich nicht mehr welche. Ich glaube die obere. Kann die das? Ich befürchte nicht. Aber... naja, ist ja auch nicht so schlimm.
Ah, das ist schon das Level zu Ende. Okay. Yay. Ah. Tja, und hätte ich die richtige Tür und das Geheimnis gelüftet, dann hätte ich da in die Arena reingekonnt. Pech! Aber deswegen... Mama, ich kann das Level nochmal machen. Das ist ja jetzt kein Problem, aber... Nö. Dann rushe ich hier einfach vorbei. Aua! Oh Mist, den brauchte ich doch. Ah. Ihr seid doch bekloppt. Erstmal muss ich den Supersprung machen. Das heißt, den Feuerkollegen muss ich erstmal ignorieren. Geh nur nicht aus dem Bild raus. Nein, ich muss das andersrum machen, ne? Obwohl... Ach, so wird's auch gehen, denke ich. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja! Auf geht's! Bam! Auf dem Schalter gelandet. Quasi. Und da haben wir jetzt ein weiteres Bonusspielchen. High Noon ist freigeschaltet. Sehr schön. Oh, wieder ein Kampf? Es sieht so danach aus. Oh, gegen dich, mein Freund. Ja, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. So, Feuerballfähigkeit. Okay. Genial, einfach genial. Wegen der Schrägen ging das nicht, ja, ist klar. Die Schräge bremst mich aus, das ist gemein. So. Yay. Dann auf ins sechste Level. Oh, hier sieht's wieder nach Rasen aus. Lasst euch bloß nicht blitzen. Das war knapp. Gebe ich auch zu. Gib Gas, Curry! Okay. Ups! Ich habe doch nach oben gedrückt. Der sollte eigentlich nochmal fliegen. Luft holen und so. Dann müssen wir es so machen. So geht's natürlich auch. Nein, aber ich wollte eigentlich hier so springen und dann nach oben. Irgendwie hat er das nicht so ganz... Irgendwie hat mein Steuerkreuz mich verlassen. Böser Controller.
Nein, hier brauche ich eine ganz besondere Fähigkeit. Aber welche, die auch unter Wasser geht? Da ist der Schalter. Ärgerlich. Jetzt bin ich selber überfragt. Tja. Vielleicht Felsen? Nein. Das glaube ich nicht. Aber sonst war ja nichts, ne? Hier nicht mehr. Ach, war ja klar. Aha. Mein Fehler. Ich glaube zwar nicht, dass das der Fels wirklich ist, aber ich will es einfach mal ausprobieren. Weil ich vorher das auch nicht gemacht habe. Also das Ausprobieren meine ich jetzt. Geht das nicht so? Müsste mir den Ärger echt noch aufhalten. Oh. Aber er hat diesmal Luft geholt. Diesmal habe ich es gehört. Einfach nur zu spät. Jetzt will ich aber wissen. Ich habe zwar gesagt, dass ich mich mit sowas nicht aufhalten möchte, aber jetzt will ich es wirklich wissen. Egal. Ihr seid doch bekloppt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Gesteinsfähigkeit überhaupt auch unter Wasser funktioniert. Habe ich zumindest nie verwendet. Ich bin zwar meistens als Stein ins Wasser gefallen, das ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass man das auch unter Wasser aktivieren kann. Egal, spielen wir jetzt High Noon und holen uns die verlorenen Leben wieder zurück. Ja, zumindest eins vielleicht. Komm her, du. Ja. Guten Tag. Naja, immerhin eins. Ja, mit König Nickerchen habe ich meistens Probleme. Dann kümmern wir uns um seinen Handlanger. Den ich eher schlecht als recht in Erinnerung habe. Beziehungsweise mit einem schlechten Gefühl. Fähigkeit mitnehmen sollen, ha? Huh? Naja, er greift mich wenigstens nicht so oft an, beziehungsweise gar nicht. Okay. Das Problem ist halt nur, dass er das Level auseinander macht. Und nun doch etwas näher kommt. Und ich vielleicht hier eingequetscht werden könnte von den Blöcken. Vor allem, wenn er jetzt auf einmal auf die Tube drückt, jetzt hier runterfährt und dann wieder rauffährt. Genau, geh erstmal nach vorne. So sieht's gut aus. Jawohl! Ah, ein Glück. Juhu! Auf sicherem Boden. Yay!
Orangensaft. Orangensaft mehr. Oh. Ah. Ah, Hilfe! Ein Hai! Okay, und in dem Orangensaftmeer gehen wir dann im nächsten Part baden, meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben, kommentieren, abonnieren, bald wieder einschalten und bis dann! Tschüss!